Zusätzlich wurde uns die Gewinnkettung auch noch gestrichen. Das ist für uns Landwirte eine Steuerfalle. Ich hoffe, das ist den Leitnerinnen auch bewusst und man muss da ans Finanzministerium klare Botschaften rausschicken. So geht es nicht weiter. Ja, also ich glaube, dass hier keine Neutralität mehr möglich ist bei dieser verfehlten Politik. Da muss man sich an die Seite der Betroffenen stellen. Die Investitionsförderung, die sogenannte Bauernmilliarde, die vernünftige Politik umzustrukturieren oder besser zu werden, sein an einer bauerneigenen Politik, das will ich nicht, sondern ich sage, wir müssen Bauern und Leistungsträger unterstützen. Ich habe jetzt auch noch zwei Beispiele für die Doppelmoral unserer Politik, speziell im Landwirtschaftsbereich. Der Green Deal wird kommen. Wir versuchen es zwar von den Momenten seitlich immer wieder zu entschärfen oder zu entschleunigen, aber genau hier werden wir für unsere nachhaltige Produktion bestraft, weil die Waren, die zu uns importiert werden, werden mit der CO2-Bilanz erst am Hafen Rotterdam oder Hamburg gerechnet und bei uns ab Aussaat bis zum verarbeitenden Bereich. Und dann werden unsere Produkte natürlich an der Landtheke nicht gefragt sein, weil es importierte Idioten zum Butterbrot gibt. Gleichzeitig haben wir mit dem Mercosur-Abkommen das so geschafft, dass der ganze Dreck vom Ausland reichen, der bestimmt nicht so unsere Umwelt- und Sozialstandards produziert worden ist. Und das müssen wir uns wieder von unserer Regierung gefallen lassen. Das ist der nächste Schlag ins Gesicht, wenn wir uns Landwirten. Was mich genauso freut, dass heute besonders viele Spediteure da haben mit den LKWs, dass die für heute ihre Arbeit niedergelegt haben und uns da unterstützen, weil die trifft es genauso hart wie uns Landwirte. Die Mauterhöhung seit 1.12. um über 80% erhöht. Und dann kommt wieder diese Doppelmoral. Das Geld wird nicht einmal hergenommen zum Straßenausbau oder unsere maroden Brücken sanieren. Nein, das Geld wird in diesen leichten Schienennetz der Bahn so spielen, wie es hinten nicht zusammenbringen, dass wir den Lohn in den Griff nehmen. Der Schwindel mit der CO2-Bepreisung geht leider immer wieder ein bisschen medial unter. Es wird zwar darüber geredet, aber keiner weiß eigentlich, was für Auswirkungen das hat. Seit dem 1.1. haben sie uns wieder um 10 Euro erhöht, und zwar um 45 Euro pro Tonne. Ich habe es extra in den letzten Tagen im Internet nachgelesen, bis 2025 blieb es sich die Regierung frei, bis hoch werden erhöht, aber sie gehen.
Ich habe es vorher schon mal erwähnt, die Entscheidungen, die als Gericht nehmen, sind einfach für uns übertragbar und von uns schlimmer. Müssen unseren Anforderungen Umweltschutz, Tierschutz und Sozialstandards entsprechen. Wenn sie dies nicht erfüllen können, brauchen wir sie nicht. Wir fordern auch eine 100%ige Herkunftskennzeichnung. Vom Anfang bis zum Ende. Das heißt von der Produktion, von der Verarbeitung bis zum Ende. Hier kann der Verbraucher entscheiden, was er kauft und er weiß, wo es geht. Wir fordern nach wie vor den Erhalt des Agrarbiegels und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge muss verpflichtend sein. Ebenfalls muss der Bürokratieabbau endlich stattfinden. So geht es hier nicht weiter. Ebenfalls fordern wir den Energiesektor zur Haltung unserer regenerativen Energien. Und die Ausschreibungen zu Lungen müssen deutlich erhöht werden, weil sonst das Abbrechen der Energieversorgung nicht mehr möglich ist. Und manche müssen uns immer mehr Steuerlasten abwehren bzw. Vergünstigungen streichen, die nicht Subventionen sind, sondern das ganz klar, was der Hubert da teilweise schon gesagt hat, dadurch entstanden sind, weil wir die meiste Zeit mit unseren Landmaschinen, forstwirtschaftlichen Maschinen auf Acker verbringen. Und es ist so, wir haben unsere Flächen, bewirtschaften wir so gut wie wahrscheinlich kein Land auf der Welt, so nachhaltig auf der Welt wie fast niemand. Und diese Steuerbefreiung kommt rein daher, weil wir praktisch die landwirtschaftlichen Fahrzeuge oder beziehungsweise unser Verkehr vom Acker zum Hof und wieder zurück zum innerbetrieblichen Werksverkehr gehört. Und deswegen haben sie auch das zurückgenommen, weil nämlich da alle Firmen, Industriefirmen und so weiter ein Problem haben, weil die nämlich auch sehr viele Fahrzeuge steuerbefreit haben. Und die Kfz-Steuer, da verhält sich ähnlich. Wir fahren das meiste auf unsere Flächen und das hat einen ganz bestimmten Grund gehabt, wie es vorher meine Vorredner schon gesagt haben.
Wir fahren vieles auf der Landwirtschaftsfläche und wir produzieren Lebensmittel für alle und nicht nur für uns selber. Und wir könnten schon lange klimaneutral auf unseren Feldern fahren, wenn man 2007 nicht die Steuervergünstigungen auf Biodiesel und auf Rapsöl gestrichen hätte, beziehungsweise Steuern darauf erhöht hat. Wir müssen 4% stilllegen, wo wir beste klimatische Verhältnisse haben, gute Produkte, hochwertige Produkte und höchste Erträge bei uns zu erzielen, durch unsere bevorzugte Lage. Aber wir könnten auch auf diesen 4% unseren Sprit für unsere Flächen produzieren. Ich bräuchte auf meinem Betrieb nur 1 Hektar Raps ansehen, damit dass ich mit Rapsöl meine ganzen Maschinen betreiben könnte. Das wäre nachhaltige Politik, wenn man die Steuerbefreiung für pflanzliche Treibstoffe senken würde, beziehungsweise auf Null setzen würde. Das wäre auch für das Klima gut und nicht praktisch. Also Kohle und Gas für die Stromproduktion zu erzeugen, damit man also die Wärmepumpe betreiben kann. Wenn wir